Wenn ich schon mein Auto verkaufen muss, soll die Anzeige perfekt sein. Okay, also, was hältst du davon? 97er Limousine. Kleine Lackschäden am Heck mit Ersatzreifen. Viel gefahren, wurde aber regelmäßig gebartet. Ah, das wird wohl eine Kontaktanzeige. Bill, sie verkauft ihr Auto. Oder etwa nicht? Ja, ich krieg was ab, wenn es uns gelingt, es zu verkaufen. Ich schaffe es nicht allein. Es ist sehr schwer für mich, mich von Mr. Flitzyflink zu trennen. Von wem? So habe ich mein Auto genannt, Mr. Flitzyflink. Du hast deinen Namen für dein Auto. Das ist nicht so verrückt. Das machen viele bei ihren Lieblingssachen. Da hast du wohl recht. Ich habe das auch schon gemacht. Stimmt doch, Thelma und Louise. Abstoßend. Mit 4 Jahren fandest du sie nicht abstoßend? Das weiß ich, Mom, aber... Was mit 4? Du hattest Probleme mit der Entwöhnung. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, cause you make me happy. Wie ist Tinas Untersuchung gelaufen? Sehr gut. Es hat sich herausgestellt, dass es keine Infektion war und deswegen... Was ich meinte, ist sie fertig und können wir jetzt shoppen gehen? Ach, warten deine Freundinnen schon auf dich im Einkaufszentrum? Ja, ich meine, ich bin schon viel zu... Und was ich meinte war, halt die Klappe! Ich bin schon froh, dass Tina diesen Doktor leiden kann. Sie hat sonst alle Ärzte gebissen. Sie haben eine lebhafte kleine Tochter, Mrs. Miller. Sie hat doch nicht etwa nach Ihnen geschnappt, oder, Herr Doktor? Oh, nein! Warum ist sie bissig? Nein. Es wäre aber besser, sich von diesem Bereich fernzuhalten. Darf ich Ihnen meine andere Tochter vorstellen? Das ist Lauren. Hallo. Ja, Tina sagt lauter nette Sachen über dich. Ach, wirklich? Leider nein. Sie möchte, dass du abhaust, damit sie deine Sachen haben kann. Der Doktor ist klasse. Ach, übrigens, vielleicht können Sie ein paar alte Spielsachen entbehren. Denn da steht unsere Spendenkiste. Wir veranstalten einen Trödelmarkt. Das Geld ist für unsere Drogenkampagne. Oh. Ich bin ja so gegen Drogen. Außer sie bewirken, dass die Kinder im Flugzeug schlafen können. Sie sind wohl sehr wohltätig. Mhm. Man bekommt viel zurück. Zurzeit stehe ich etwas unter Druck. Übrigens, wir machen morgen eine Spendenaktion und ich habe keinen Babysitter für meine Enkeltochter. Es sollte jemand mit Verantwortungsgefühl sein. Wie wär's, Lauren? Sie macht so etwas nicht. Doch, natürlich. Nein, dein Terminplan ist viel zu voll mit Schule und Tanzen und Schultanz und Tanzschule. Herr Doktor, Ihre Frau ist am Telefon. Oh, bin gleich wieder da. Ich darf wirklich in die Tanzschule? Nein. Ich will nur nicht, dass du dich darauf einlässt. Und wieso nicht? Wir haben endlich einen Arzt gefunden, den Tina gern hat. Das will ich durch deine Verantwortungslosigkeit nicht aufs Spiel setzen. Ich bin nicht verantwortungslos. Und wie war das, als du damals bei den Sullivans warst? Sie haben dir ihr Handy für Notfälle überlassen und du hast die ganze Nacht telefoniert. Okay, Tiffany hat doch tatsächlich das Gerücht verbreitet, ich müsste mich rasieren. Und wenn das kein Notfall ist, dann weiß ich nicht. Ich möchte dieses Risiko nicht eingehen. Na schön, wegen $5 die Stunde werde ich nicht streiten. Also, wie steht's mit dem Babysitten? Tja, es tut mir leid, ich kann leider nicht. Hatte ich erwähnt, dass ich $15 die Stunde bezahle? Ich habe mich versprochen, ich kann natürlich. Hey, diese Brettspiele sind für Dr. Blums Spendenaktion. Ich werde nochmal babysitten. Das ist das 3. Mal diese Woche. Wann haben wir diese Spiele gekauft? In dem Monat, als der Fernseher kaputt war. Ah ja, der schwarze April. Weg mit diesen Dingern. Und enttäusch mich nicht, Lauren. Ich weiß, sei verantwortungsvoll. Ja, wir wollen nicht nochmal sowas erleben wie bei den Davisons, als du ihren Porsche für eine Spritztour ausgeliehen hast. Ja, aber das war nicht mein Fehler. Dad hat gesagt, wir sollen ihn uns ausleihen. Ich wollte dich damit testen und du hast versagt, Lauren. Du hast versagt. Wer kann gut verkaufen? Ich kann gut verkaufen. Du bist ein Auto fast los. Oh, Wahnsinn. Du hast schon einen Käufer für Mr. Flitzyflink gefunden? Oh, ja, allerdings. Hey, das ist so toll. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ja, er wird Schnalei genannt und ist in 2 Stunden bei uns. Schnalei? Ja, das ist kurz für Schnapsleiche. Das ist ein toller Kerl. Du kannst ihn so festschlagen, wie du willst, wenn du ihm in der Spielhalle $1 dafür gibst.
Weißt du, einem Kerl namens Schnarlei überlasse ich mein Auto nicht. Wieso nicht? Er hat das Geld und will ihn kaufen. Wo ist das Problem? Wie auch immer, du wirst dich nach einem anderen umsehen müssen. Ich möchte nicht, dass irgendein Verrückter mit Mr. Flitziflink herumfährt. Nicht nötig, es laut auszusprechen. Wir denken das Gleiche. Hallo, bist du bereit für eine kleine Überraschung? Fitz, du kommst hier nicht rein, wenn du mir nicht versprichst, dass du Hosen anhast. Und diesmal schwörst du es. Ach, Blödsinn, Bill. Das war doch im Sommer. Ist der nicht toll? Er heißt Butch, ein Polizeihund im Ruhestand. Weißt du genau, dass er im Ruhestand ist? Vielleicht hat sein Vorgesetzter ihm die Dienstmarke abgenommen, weil er nach seinen eigenen Regeln spielt. Nein, er hat 8 Jahre lang nach Drogen geschnüffelt. Weißt du noch, der große Heroinfund auf der Farm in Cumberland County? Er hat die besagte Nadel im Heuhaufen gefunden. Und, hast du ihn schon mal in Aktion gesehen? Nein, aber das würde ich gern. Ich habe ihn ins Zimmer meines Sohns geschickt. Nichts. Was ist nur heute mit den Kindern los? Ja. Erinnerst du dich an den Teddybär, in dem wir in der Highschool unseren Vorrat versteckt hatten? Smokey! Smokey, der voll zugedröhnte Bär. Ich bin ein ganz normaler Bär. Ja, wir wollten den Vorrat in ein Buch stecken, aber dann hätte man Verdacht geschöpft. Wir mit einem Buch, hä? Wir haben Smokey noch unten im Keller. Mal sehen, ob der Hund ihn erschnüffeln kann. Oh, hey, wer ist denn das? Fitz, ist das dein Hund? Das ist Butch, ein alter Polizeihund im Ruhestand. Judy, haben wir noch den alten Teddybär aus der Highschool-Zeit, den mit dem Batik-T-Shirt? Oh ja, den hatte ich neulich in der Hand. Lauren wollte ihn mit den anderen Sachen Dr. Bloom spenden. Aber das war Smokey, bist du wahnsinnig? Wer ist Smokey? Weißt du nicht mehr, der Bär mit dem Grasbauch? Oh mein Gott, das ist Smokey gewesen. Ich hab gedacht, du hättest ihn schon lange weggeworfen. Das wollte ich ja, aber da lief gerade Yellow Submarine im Fernsehen und da hab ich's dann vergessen. War er noch gefüllt, als du Smokey das letzte Mal gesehen hast? Ich kann mich nicht erinnern. Wieso weißt du denn das nicht mehr? Naja, weil es schon ein paar Jahre her ist und ich einen Teddybär voller Gras hatte. Mach doch keinen Aufstand. Ruf doch diesen Doktor an und sag, ihr wollt ihn wieder, weil er Erinnerungswert hat. Oder Marktwert. Aber das geht nicht. Wenn er gefunden hat, was in ihm drinsteckt, dann weiß er, dass wir die Idioten sind, die einen Bär voller Gras spenden. Und zwar zu einer Anti-Drogen-Veranstaltung. Na los, wir gehen in seine Praxis und holen ihn uns zurück. Nehmt doch Butch mit, der ist auf sowas trainiert. Ich werde keinen alten, inkontinenten Hund zu Dr. Bloom mitnehmen. Hey, er ist vielleicht alt, aber er ist nicht... Habt ihr mal einen Lappen? Oh gut, niemand da. Fang an zu suchen. Mrs. Miller? Kann ich Ihnen helfen? Wir spenden nur ein paar Spielsachen. Ja, und was ich ist Ihr Mann da? Ich arbeite auch in einer Praxis, wissen Sie? Wow, wir haben auch so ein Schiebefenster. Oh. Toll, jetzt nicht schneller. Ich hab Smokey noch nicht. Grab weiter. Mrs. Miller? Ihr Fenster klemmt auch genau wie unseres. Ja, aber nur, weil Ihre Hand so fest drückt. Hallo? Oh, Dr. Bloom, das ist mein Mann Bill. Oh, freut mich sehr. Danke für die schönen Spenden. Kein Problem, ich brauche aber eine Quittung für meine Steuererklärung. Oh, wenn meine Frau anruft, sagen Sie ihr, ich treffe sie am Theater. Natürlich. Dass Sie noch mehr Spielsachen spenden, ist kaum zu fassen. Bei mir zu Hause sind ja schon 2 Kisten, die Lauren vorbeigebracht hat. In Ihrer Wohnung sind auch Sachen? Ja, allerdings. Sie sind ausgesprochen großzügig. Wir hatten einen ziemlich großen Vorrat. An Spielsachen. Also, Dr. Bloom, wir gehen jetzt und vollbringen gute Taten. Sie sind wirklich unglaublich. Das hat schon mal jemand gesagt. Wir werden jetzt in seiner Wohnung nach dem Bären suchen, bevor er in falsche Hände gerät. Wir sind gute Menschen. Leg das Spielzeugauto zurück. Shit, ich bekomme nie etwas. Hallo. Was wollt ihr denn hier? Gar nichts. Oh, verstehe. Meine Eltern wollen mir nachschnüffeln. Das stimmt, kleines Fräulein. Wo sind die Drogen? Warum sollten hier Drogen sein? Das kann unverhofft geschehen. Durch eine unglückliche Verkettung von Ereignissen. Liegen da vielleicht unsere alten Spielsachen? Ja, ich... Dr. Blum will sie morgen zu der Spendenaktion bringen. Was wollt ihr denn damit? Wir wollen ein altes Stofftier zurückholen. Oh, Dad, ich hab dir doch gesagt, du kannst damit nicht mehr spielen. Außerdem sind 2 der Nilpferde kaputt. Ach, wo ist der Bär? Wer ist denn nicht? Verdammte Scheiße! Du hast ein schlimmes Wort gesagt. Oh, Schätzchen, entschuldige. Oh, Mann, Bill!
Sieh doch, was Ella für ein hübsches Spielzeug hat. Oh. Dürfen wir deinen Bär mal ansehen? Nein, den habe ich von Lauren geschenkt bekommen. Sie mag den Bär. Komm schon, Kleines. Ich will ihn nur kurz mal ansehen. Ich tausche ihn gegen dieses schöne Auto. Nein! Ich finde dich unglaublich. Wir wollen ihn nur kurz angucken. Nein! Ich will ihn mir nur mal kurz reinziehen. Nein! Tina, Brian und ich reichen euch wohl nicht mehr. Jetzt werden auch noch andere Kinder verdorben. Ich hab's geschafft, sie zu beruhigen, aber den Bären konnte ich ihr nicht abnehmen. Wir brauchen den Bären. Wieso? Was wollt ihr denn damit? Lauren, hör zu. Es wäre nicht unmöglich, dass in dem Bären etwas versteckt worden ist. Was denn, Drogen? Das darf doch nicht wahr sein. Hör zu, vor langer Zeit haben dein Vater und ich einige ganz kleine Experimente mit Marihuana gemacht. Aber nicht oft und nur, damit wir die Jazz-Rotal-Konzerte ertragen konnten. Leute, ich bin doch nicht blöd. Die Aufschrift auf Dads T-Shirt lautet Dope University Drehmannschaft. Hey, die Dope University ist eine voll anerkannte, gut angesehene... Gib's auf, Bill. Lauren, wir geben ja zu, dass wir damals ein paar falsche Entscheidungen getroffen haben. Jazz Rotal. Aber damals war das Leben ganz anders. Wir haben gegen einen Krieg protestiert. Was für ein Krieg? Grenada. Ich war die ganze Woche völlig fertig. Lauren, bloß weil wir eine Menge blödes Zeug gemacht haben, als wir jünger waren, musst du nicht auch auf solche Ideen kommen? Keine Sorge, Mom, wenn ich euch ansehe, ist mir die Gefahr von Drogen völlig klar. Da bin ich froh. Hallo? Ich bin ziemlich sauer, dass ihr dachtet, ich schaffe diesen Job nicht. Ihr habt ihn mir fast verdorben. Die Blooms haben darüber nachgedacht, mich in den Ferien mitzunehmen nach Cancun. Was für eine tolle Idee. Der Bär wäre nie durch den Zoll gekommen. Gut, ihr wollt den Bären? Nehmt ihn, wenn Ella eingeschlafen ist. Was ist das? Oh, das kennst du wohl nicht. Man nennt es Babyphone. Man benutzt es, um sicherzugehen, dass es den Kindern gut geht. Hey, die Dinger gab's noch nicht, als du klein warst. Ja, sicher. Ihr hattet kein Babyphone, Kindersitze, frisches Obst, Socken. Du bist auch so groß geworden. A, B, C, D, E, F, G. Sie singt sich in den Schlaf. Und, was denken Sie? Es ist sehr schön. Tja, ja, das haben die anderen acht auf der Probefahrt auch gesagt. Und wieso hat es niemand gekauft? Ach, wissen Sie, ich warte einfach auf den Richtigen. Sie verstehen das doch sicher, Wendy. Oh, ja. Dieses Auto ist was Besonderes. Es fährt unheimlich ruhig. Es hat einen schönen, leisen Motor. Er. Wie bitte? Er. Das Auto ist ein Er. Sein Name ist Mr. Flitzifleck. Das war's dann. Es klingt verrückt, aber ich gebe meinen Autos Namen. Nein, das ist sehr liebenswert. Mein letztes Auto hieß Laufbärchen. Hallo, guten Tag, Mr. Flitzifling. Es gibt noch mehr von der Sorte. Wow. Sieht so aus, als fände Mr. Flitzifling ein schönes Zuhause in Ihrer Garage. Ganz sicher. Aber eine Garage habe ich nicht. Was? Nein, ich parke auf der Straße. Oh. Auch wenn es schneit oder im Regen oder bei Blitz und Donner? Nein, wir sind fertig. Was? Nein, wir sind noch nicht fertig. Wie wäre es denn, wenn Sie eine Abdeckplane kaufen? Das ist mir zu aufwendig. Okay, fahren Sie zurück, bitte! Nein. Könnten Sie einfach mal kurz rechts ranfahren? Ich muss mit meiner Geschäftspartnerin sprechen. Oh, sicher. Was ist
ist nur mit ihr los? Die ist doch perfekt. Sie fährt 15 Stundenkilometer und steht auf verrückte Autonamen. Mr. Flitziflink merkt nicht mal, dass du weg bist. Ich werde nicht zulassen, dass sie Mr. Flitziflink die ganze Nacht draußen in der Kälte und im Regen stehen lässt. Es ist ein Auto und kein Mensch, Linda. Ich kann es nicht ertragen, wenn du so verrücktes Zeug redest. Es tut mir leid, ich glaube nur, dass... Mr. Flitziflink ist stärker, als du denkst. Du hast dich 9 Jahre gut um ihn gekümmert. Jetzt ist es Zeit, Adieu zu sagen. Ich weiß, dass du recht hast. Sie scheint eine nette Person zu sein und wird sich gut um ihn kümmern. Naja, es ist wohl wirklich Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Wow, der hat echt einen leisen Motor. Mehr als 200 Bären drin sein. Unmöglich, dass wir die in der übrigen Zeit alle noch untersuchen. Okay, Butch. Jetzt such mal schön das Gras. Das darf nicht wahr sein. Schön suchen, Butch. Na komm. Guter Hund. Blöder Hund. Lass los. Oh, nicht doch, Schätzchen. Das ist bloß ein schlechter Traum. Hey, beruhigt euch. Kein Gras mehr drin. Gras? Darf ich fragen, was hier los ist? Keine Ahnung, aber ich würde die Polizei rufen. Oh. So, Sie brechen also mit einem Drogenschnüffelhund in das Zimmer meiner schlafenden Enkelin ein, um einen Bären zu finden, den Sie mit Gras gefüllt haben? Wenn man es so sagt, hört es sich kriminell an. Es ist kriminell. Ach, kommen Sie, Doc. Der Bär war leer. Vor 20 Jahren hatten Bill und Judy ein wenig Gras. Sie hatten nicht vor, hier einen Joint zu rauchen. Vielen Dank, Fitz. Was ist denn Joint? Ja, vielen Dank, Fitz. So, ich denke, es ist Zeit fürs Bett, Ella. Joint, Joint, Joint. Bist du ruhig? Joint, 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 Joint. Ich darf doch mit nach Cancun, ja? Ich mache es billiger. Oder umsonst. Ich warte im Auto. Das mit dem Bär ist alles schiefgegangen, aber wir wollten wirklich unsere Beziehung zu ihm nicht aufs Spiel setzen. Sondern bloß ins Zimmer meiner Enkelin eindringen und sie terrorisieren? Rutsch aus, weg da! Ich muss um Entschuldigung bitten, wir werden Ihnen das selbstverständlich ersetzen. Hallihallo? Wissen Sie, das ist Medizin und die benutze ich manchmal in meiner Praxis. Ach ja, und wo haben Sie Medizin studiert? An der Dope University? Jetzt halten Sie aber mal die Luft an. Ich habe den ganzen Tag brüllende kleine Rotzlöffel am Hals. Da werde ich mich nicht entschuldigen für den gelegentlichen entspannenden Gebrauch von... Was ist das? Wem gehört das? Den da. Ich denke, Sie sollten jetzt lieber gehen. Komm, Bill, wir gehen. Und sehen Sie sich nach einem anderen Arzt um. Ja, einem jüngeren. Und Ihre Tasche mag er auch. Raus hier mit dem Hundevieh! Dr. Bloom, was führt Sie hierher?
Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, wie leid es mir tut, dass alles so gekommen ist. Und ich wollte Ihnen gern zwei Fragen stellen. Nur zu. Die erste lautet, würden Sie es erwägen, mich als Tinas Arzt zurückzunehmen? Wie lautet die zweite Frage? Haben Sie ein paar Glückskekse? Am besten welche mit Zuckerglasur. Sie können noch ein paar davon behalten. Bitte, ich gebe Ihnen die Hälfte ab, bitte.